Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Der Arzt als Unternehmer. Diesmal wieder eine Erfolgsgeschichte Praxis von einem ganz besonderen Mediziner, der wirklich eine ganz besondere Erfolgsgeschichte hat. Mit dem Business Talk Podcast wollen wir euch auf dem Weg in die Niederlassung und Praxis Erfahrungsberichte mit auf den Weg geben. Wir möchten euch helfen, bei dem Schritt in die eigene Praxis zum Unternehmer zu werden. Wir möchten euch die wichtigen Skills für die Zukunft mit auf den Weg geben. Wir möchten aber auch erfahrene und etablierte Mediziner mitnehmen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis, Dinge zu entwickeln. Startup sagen wir ja auch immer ganz im Jargon unserer Veranstaltung, die wir am 9. November jetzt in Dortmund durchführen werden. Also, der Business Talk Podcast heute mit einem Relaunch. Und zwar freue ich mich ganz besonders, nochmal das Interview mit Dr. Stefan Friedrich präsentieren zu können. Stefan Friedrich ist, glaube ich, einer der schillerndsten und bekanntesten Persönlichkeiten, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung oder auch das Thema Erwachsenenbildung oder auch einfach Entwicklung im Sinne von raus aus dem täglichen Leben, ich muss ein bisschen nachdenken, gerade raus aus der Komfortzone auch kommen. Stefan Friedrich ist der Gründer oder Mitbegründer von Gedankentanken. Er ist der Entwickler vieler, vieler Formate. Er ist der Entwickler von einer Figur, einem inneren Schweinehund, den er Günther nennt, über die er ganz viele Bücher geschrieben hat. Er hat die Business Factory, also für Unternehmer, ins Leben gerufen. Er ist derjenige, der letztes Jahr die Lanxess Arena in Köln zweimal oder ich glaube mittlerweile sogar dreimal mit über 15.000 Menschen gefüllt hat. Gedankentanken hatte Barack Obama hier auf der Bühne zum Interview. Und wir hatten das Glück, ihn letztes Jahr aufgrund eines persönlichen Kontakts hier in den Business Talk Podcast zu holen. Und er hat sofort zugesagt, weil er eben selber Mediziner ist und weil er weiß, wie wichtig es ist, dass der Mediziner sich als Unternehmer entwickelt. Also freut euch wirklich auf ein tolles Interview mit Stefan Friedrich. Ich habe damals einiges schneiden müssen. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich das Interview geführt habe. Oder es ist über ein Jahr her, genau. Und es war ganz lustig, weil er einfach so ein lockerer Typ ist. Wir haben das aufgenommen per Video. Ihr seht das ja auch, wie er sich auf dem Video präsentiert. Wir mussten das Interview mittendrin abbrechen, weil irgendwie jemand auf dem Dach rumgelaufen ist und der gesagt hat, ich muss mal eben das Interview abbrechen, weil ich den Mann vom Dach holen muss, der ist mir hier zu laut. Wir haben es dann einfach wieder neu aufgenommen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe ihn mittlerweile auch 2-3 Mal persönlich getroffen und er bietet sich immer wieder an, für solche Formate zur Verfügung zu stehen. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal, lieber Stefan. Und freut euch wirklich auf ein tolles Interview mit Dr. Stefan Friedrich hier im Business Talk Podcast. Viel, viel Spaß. Unser heutiger Gast hat seinen inneren Schweinehund Günther schon vor langer Zeit zu seinem Freund und Erfolgsmodell gemacht. Und ich freue mich sehr, dass er heute mit mir darüber sprechen wird. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast stellen wir Ihnen erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben. Jetzt sage ich es nochmal, wahrscheinlich eher aus der Medizin. Und die Einblicke in ihre persönliche und berufliche Geschichte gewähren. Denn so viel ist klar, nicht jeder wird zum Unternehmer geboren und bei den meisten steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businesstalk.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businesstalk.online. Herzlich willkommen nach Köln, Dr. Stefan Friedrich. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Die meisten werden ihn sicherlich kennen. Also erstmal nochmal ein Hallo und herzlich willkommen nach Köln. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Auch wenn, wie ich gerade schon gesagt habe, wahrscheinlich der Name Dr. Stefan Friedrich bei vielen, vielen Gedanken auslöst, möchte ich ihn doch nochmal persönlich vorstellen. Er ist geboren 1972 in Aachen, hat dann Medizin studiert mit dem Schwerpunkt Psychotherapie in Ulm, hat seine Promotion zum Thema der Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen bei Strafgefangenen, also auch in der Psychiatrie gemacht, hat dann noch kurz an der Psychiatrie der Uniklinik Ulm gearbeitet. Dann kam es zu einem Berufswechsel, über den wir gleich sicherlich auch nochmal sprechen werden, hat sich ausbilden lassen zum Betriebswirt und zum Master of Business Management. Hat dann die Geschäftsführung eines mittelständischen Textilhandelsunternehmens in Krefeld übernommen, hat sich in der Zeit weiter fortgebildet in, ich lese mal so ein paar Sachen vor, kognitiver Verhaltenstherapie, Hypnose, NLP, Coaching, Rhetorik, Verkaufen, Kommunikation und so weiter und so weiter. Heute ist er in einer ganz anderen Branche tätig. Er ist Trainer, er ist Coach und Consultant, er ist Speaker und Moderator,
Keynote-Speaker, Business-Redner und Event-Moderator. Er ist Bestseller-Autor. Ich habe gesehen, es sind 5 Bücher, die über 1 Million Mal verkauft worden sind. Ist das richtig? Also die Buchreihe Günther, der innere Schweinehund, ist über 1 Million Mal verkauft worden. Und ansonsten hatten wir ein Buch, das hieß Besser essen, Leben leicht gemacht, im Zusammenhang mit einer Fernsehserie, die ich gemacht habe. Und ja. Da waren wir auch monatelang in den Bestsellerlisten ziemlich weit oben. Also der Wahnsinn, der Wahnsinn. 2 Buchprojekte, die sehr erfolgreich waren. Okay. Er ist Unternehmer, hat mehrere Marken ins Leben gerufen, die auch zum Unternehmen geworden sind. Wir haben es gerade schon gehört. Günther, der innere Schweinehund, ist unter anderem Founder der Gedankentanken-Serie. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Freut mich sehr, dass wir auch darüber sprechen können. Hier steht noch was. Institut für Gesundheitscoaching, Westcoast Filmpartner, also Direktor der Steinbeiß-Transferinstitut Gedankentanken der Steinbeiß-Hochschule in Berlin. Er hat es gerade schon selber gesagt, TV-Coach, TV-Moderator, besser essen, große Gesundheitscheck, Dozent. Und dann hat er noch ganz zum Schluss ein Charity-Projekt, und zwar ist Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Nikotinprävention. Und heute ist er bei mir im Podcast Business Talk als Unternehmer. Stefan, herzlich willkommen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich merke gerade, ich muss ein bisschen meine Beschreibung entschlacken. Das ist ja furchtbar. Ja, wobei, ich finde es gar nicht furchtbar. Ich finde es wirklich sehr inspirierend, weil man kann mal sehen, was man alles machen kann, wenn man Medizin studiert hat, oder? Ja, genau. Ja. Ja, es geht alles. Ich glaube sowieso, dass im Leben immer sehr viel geht und dass es nicht so viel mit dem Studium zu tun hat. Glaube, dass das immer so mit Eintritt in das tatsächliche Berufsleben, das wirkliche Denken anfängt. Okay. Das wirkliche Reflektieren. Bevor ich so in meinen Fragenkatalog einsteige, den wir für heute ja auch das Thema, wir wollen ja Ärzte inspirieren, sich so ein bisschen um sich zu kümmern, um das Thema Persönlichkeit zu kümmern, auch mal zu gucken, wie kommt man tatsächlich vom Arzt oder wie wird man vom Arzt zum Unternehmer. Nochmal die Frage, wer ist Dr. Stefan Friedrich? In eigenen Worten, privat und persönlich. Was macht er und beruflich? Also im Wesentlichen, ich sehe mich derzeit als Motivationsunternehmer, Weiterbildungsunternehmer. Mein Hauptprojekt ist tatsächlich dieses Gedankentanken, Gedankentanken.com. Das ist eine kleine Firma. Wir sitzen hier in Köln. Wir machen Events, wir machen Weiterbildungsevents. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Menschen und Unternehmen einfach weiterentwickeln wollen. Dabei haben wir letztlich so 4 Hauptbusinessbereiche. Das eine ist, dass wir große Weiterbildungsveranstaltungen machen, die heißen Rednernächte. Wir stellen die Videos dazu auch auf YouTube. Das ist wahrscheinlich das, wo uns die meisten auch kennen. Also wer bei YouTube mal Gedankentanken guckt, da sieht man, wir haben schon einige Follower. Ich habe gesehen, im letzten, also so im Monat, wenn man mal eine Größenordnung hat, im Monat so über 1 Million Nutzer, Zuschauer. Das anschauen, genau. Genau. Ja, wir haben es irgendwie, vorletzte Woche haben wir die insgesamt 20 Millionen Views geknackt. Das finde ich schon ziemlich cool. Das ist eine coole Vorstellung. Ja. Dann haben wir, da machen wir Ausbildung zum Selbstständigen. Also das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Also das, worüber wir jetzt gerade auch reden, so das Thema des Menschen in ihrem Leben weiterkommen, beruflich wissen, wie positionieren sie sich auf dem Markt, wie werden sie gesehen, wie werden sie zur Marke, was sind sinnvolle Geschäftsmodelle, was weniger. Also da bieten wir ziemlich gute Ausbildungen an. Dann haben wir einen großen Geschäftsbereich, da geht es um um Ausbildung für Führungskräfte, also wie führe ich Mitarbeiter, wie finde ich gute Mitarbeiter, wie führe ich sie. Und dann starten wir einen großen Bereich, wo es um diesen großen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wie führe ich ein besseres Leben etc. geht. Und meine persönlichen Tätigkeiten dabei, ich bin eher so der Content-Typ, also ich bin nicht derjenige, der Spaß hat an einer operativen Geschäftsführung, ich bin jemand, der ständig irgendwo inhaltlich unterwegs ist, Seminare konzipiert, Inhalte, Vorträge, Konzepte entwickelt und ja, darüber auch Vorträge hält und Bücher schreibt. Und eine kurze private, persönliche Frage noch. Was macht Stefan Friedrich so in seinem Privatleben, wenn er überhaupt Privatleben hat bei den vielen Dingen? Ich habe verheiratet, ein Sohn, einen Hund. Okay. Ich bin eigentlich ein recht entspannter, zurückgezogener Mensch. Gerade sitze ich hier in meinem kleinen Büro-Penthouse hier in Köln und gucke über die Dächer und es ist ein wunderbares Wetter da draußen. Und bin eigentlich dabei, gerade an einem Konzept zu schreiben für ein neues selbstständigen Produkt. Okay, da werden wir dann sicherlich demnächst auch nochmal was von hören. Ich frage das deshalb privat, weil es ja auch wichtig ist, als Unternehmer so ein bisschen auf sich zu achten, also auf Körper zu achten, auf Ausgleich zu achten von unternehmerischen Aktivitäten bei dem, was du alles machst. Also Thema Ernährung, Gesundheit, spielt das in deinem Leben eine Rolle?
Eine große, das ist einer der wesentlichen Bausteine meines Lebens. Also ich bin da auch ein bisschen gebranntes Kind. Mein Vater hatte schon mit Anfang 40 seine ersten Beipässe und hatte also diverseste Krankheiten. Der hat das alles nicht so gemacht. Und das ist so der psychologische Stachel, der mir im Fleisch sitzt. Ich achte darauf, dass ich mich gesund ernähre, nicht zu viel saufe, ausreichend schlafe, mich genügend bewege. War heute schon mit meinem Hund spazieren. Also ja, im Großen und Ganzen so ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, die ganz normalen Lebensphasen eben, wenn es die Zeit erlaubt, wahrscheinlich auch. Ne? Ja, jetzt interessiert uns natürlich die Frage, wir haben schon im Eingang gehört, du hast Medizin studiert, vielleicht für alle die, warum wir uns duzen, wir haben es kurz im Vorgespräch geklärt, dass wir uns duzen dürfen, also von daher haben wir die unkomplizierte Art und Weise gewählt. Warum ist Stefan Friedrich heute nicht mehr als Arzt tätig? Gibt es da einen Grund für? Ja, wobei, das muss ich jetzt gar nicht der Medizin an sich ankreiden. Das ist einfach so, ich passe nicht wirklich in diesen Beruf. Ich bin ein freiheitsliebender, unternehmerisch tickender Mensch, der gerne seine eigenen Dinge macht und sich seine eigenen Gedanken macht. Und als Mediziner bist du doch ein Systemspieler. Also das heißt, das fängt in der Klinik an, wo du innerhalb eines bestimmten Fortbildungs-, Weiterbildungssystems einfach deine Aufgaben zu erledigen hast. Ich sag mal so, das ist nicht besonders sinnvoll, wenn ich in meinem Fall zum Beispiel, ich habe mich dabei ertappt, während meiner Therapiegespräche Karikaturen zu zeichnen oder also mir die komischen Gedanken zu machen. Und es ist einfach, ich passe da nicht rein. Ich brauche immer so einen anderen Bereich. So, und der spätere Berufsweg, wenn du jetzt aus der Klinik rausgehst oder aus dem Universitätssetting rausgehst, dann hast du ja auch einen relativ strukturierten Markt. Ja, das heißt, dein Produkt ist klar, die Art und Weise, wie du es rüberbringst. Zumindest geht es den meisten so. Ja. Du bekommst einen Kassensitz etc., die Abrechnungsmodalitäten und sowas sind alles klar. So, das ist alles nicht meins. Ja, also ich möchte mir grundsätzliche Fragen stellen. Ich möchte grundsätzlich Dinge anders machen. Ich brauche keine Krankenkassen oder ähnliches. Es geht mir total auf den Nerven, finde ich viel zu anstrengend. Also ich könnte es hunderte von diesen Gründen bringen, wobei ich die Medizin an sich super finde. Das war ein ganz tolles Studium. Ich möchte es nicht missen. Ich möchte die Erfahrungen nicht missen, die ich gemacht habe. Aber dieses Berufsleben als Arzt und ich, das passt einfach nicht zusammen. Okay. Schließt sich das denn grundsätzlich aus oder ist das dann eine wirklich sehr persönliche Sache? Weil natürlich, wir versuchen ja hier den Arzt zum Unternehmertum zu begleiten, beziehungsweise auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern auch immer zu machen in seinen Entscheidungen, aber eben auch in dem, was er tut, wie er sich persönlich gibt, wie er sich fortbildet. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf. Mhm. Da schließt sich das aus gegenseitig, das System auf der einen Seite und der freiheitsliebende Arzt auf der anderen Seite? Das muss es nicht. Die Frage ist, erlaubt man sich kreativ über sowas nachzudenken? Ich denke, was zum Beispiel immer geht, und das ist einfach ganz, ganz egal, in welchem Setting man tätig ist, sobald man unternehmerisch tätig ist, geht es um das Kreieren von Geschäftsmodellen. Es geht um das Kreieren von Settings, in dem irgendeine Art von Wertschöpfung stattfindet. Mhm. Der Arzt allerdings als solcher, der kommt ja aus der rein operativen Denke. Das heißt, er ist Fachmann, er ist Fachfrau, Expertise, hat studiert, hat Fortbildungen gemacht etc. Und da ging es immer um Themen wie behandle ich richtig, wie stelle ich richtige Diagnosen und so weiter. Aber es geht nie um das System, innerhalb dessen das Ganze stattfindet. Also wie positioniere ich mich, was sind skalierbare Geschäftsmodelle, wie erlange ich Expertenstatus, wie werde ich zur Marke, wie finde ich intelligente Abrechnungssysteme, wie schaffe ich skalierbare Produkte, ohne dass ich selber dabei bin. Also das heißt, der Arzt an sich ist halt immer das Nadelöhr seines Unternehmens. Also er ist, wenn ich mal ganz simpel sage, der in eigener Praxis ist selber derjenige, der die Leistung erbringt. Insofern ist er gleichzeitig das Produkt und das ist halt als solches begrenzt. Also entweder durch die Anzahl der Behandlungseinheiten, die er täglich macht, oder eben durch einen gewissen finanziellen Rahmen, in dem er handelt. So. Sobald ich aber anfange, auf eine unternehmerische Ebene zu gehen, dann wird das alles relativ egal. Dann kann ich auch als Arzt anfangen, andere einzustellen. Ich kann mir intelligente Wiederverwertungssysteme für mein Wissen schaffen. Ich kann mich in Online-Marketing einlesen. Ich kann Markenbildung betreiben etc. Die Frage ist einfach, wie verstehe ich mich? Wenn ich allerdings in meinem Selbstbild sage, okay, ich bin doch derjenige, zu dem die Leute kommen und sagen, ich habe einen Schmerz am Knie, was ist denn das? Und ich bestehe darauf, das Knie zu untersuchen und hinter die Röntgenbilder anzuschauen. Naja, dann bin ich schon mal ziemlich begrenzt in meiner
gestalten. Ja. Aber ist das, das ist ja auch teilweise systemisch vorgegeben. Du hast es gerade gesagt, es war in der Vergangenheit immer so, dass der Arzt diese und diese Dinge machen musste, weil das System es auch genau so vorgegeben hat. Also ich kann eben in vielen Bereichen ja immer nur noch eine Praxis übernehmen. Wenn ich mit den gesetzlichen Krankenkassen zusammenarbeiten möchte, dann ist das eben sehr reglementiert. Ist das aber nicht ein Modell für die Zukunft, was der Arzt oder der Arzt vielleicht nicht mehr drumherum kommt? Wir haben das im zahnärztlichen Bereich schon, dass wir freie Praxen haben, dass wir keine Zulassungsbeschränkungen mehr haben. Wir sehen es immer bei Privatpraxen, die sehr gut aufgestellt sind. Die haben eben das unternehmerische Denken. Ist das, muss der Arzt sich nicht genau mit dem Thema auseinandersetzen? Ich habe einfach zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits finde ich das toll. Ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich international, also ich möchte das Wort vorbildlich mal nicht so in den Mund nehmen, das ist ein bisschen inflationär gebraucht, aber ich denke, dass wir mit unserer gesetzlichen Krankenversicherung, mit dem System doch schon eine ganz ordentliche flächendeckende medizinische Versorgung hinkriegen. So erstmal, das ist vom Patienten ausgedacht. Super. Und ich glaube, dass für sehr viele das einfach eine richtige Art ist, auch innerhalb dieses Systems zu spielen und innerhalb dieses Systems Patienten zu behandeln. Das ist alles toll, alles prima. Allerdings, und das ist der Punkt, wo ich mich dann so ein bisschen unternehmerisch darüber ärgere, was ist das? Im Prinzip ist es ein Markt mit einer Vollversorgungsqualität. Also je nachdem, wo ich mich niederlasse, die Patienten sind da, die kommen von sich aus. Krank wird man immer irgendwo. Mhm. Und dadurch hat man natürlich ein System, welches eigentlich so ein bisschen, ja, man köchelt so immer so in der eigenen Suppe. Es kommt da nicht wirklich was Frisches von außen rein. Und wenn ich mir so richtig erfolgreiche Modelle angucke, dann finde ich schon, dass es auf dem Markt die ein oder anderen gibt, die eben auf diese ganzen Konventionen keinen großen Wert legen und sagen, ich ziehe das alles unternehmerisch auf. Also beispielsweise Zahnärzte, die ihre Privatpraxen aufbauen. Oder ich nenne mal so ein ganz prominentes Beispiel, wenn ich einen Dr. Müller-Wohlfahrt als Mannschaftsarzt des FC Bayern über Jahrzehnte hinweg der deutschen Nationalmannschaft sehe, ja, der muss sich nicht darum kümmern, welche Patienten in seine Praxis kommen. Der hat sicherlich kein Problem mit Kassenzulassung oder mit Abrechnungsmodalitäten. Der ist eine Marke. Ja, das ist eine völlig andere Denke, die dahinter steht. Ich kenne Kollegen, die haben Fernsehsendungen, die bauen ihre kompletten Markenstrategien um diese Medienpräsenz herum auf. Oder entwickeln intelligente Therapiekonzepte oder irgendwelche Weiterbildungskonzepte, die sich digital skalieren lassen. Nur wenn man halt von morgens bis abends Patienten behandelt und zwei Arzthelferinnen durch die Gegend schickt, dann kommt man nicht in diese Denke rein. Mhm. Heißt das denn auf der einen Seite, dass dem Arzt die Hände gebunden sind, was die unternehmerische Denke angeht? Also ich kann mich gar nicht entwickeln? Oder sage ich, okay, ich verzichte vielleicht auf noch mal mehr 100 Patienten? Also wenn wir eine hausärztliche Praxis mal nehmen, im Durchschnitt, Bundesdurchschnitt, um die zwischen 950 und 1200 Patienten, die werden im Quartal da durchgeschleust. Jetzt, wenn ich sage, okay, ich verzichte mal auf 200 und richte mich mal aus, denn du hast es gerade gesagt, und Müller-Wohlfahrt hat ja irgendwann angefangen, für sich die Marke Müller-Wohlfahrt zu entwickeln, Personal Branding zu betreiben tatsächlich, zu sagen, ich behandle vielleicht nur noch in die Richtung. Ich möchte auch nur noch, oder ich entwickle mich in das Thema Sportmedizin, Orthopädie. Ich suche mir Fußballmannschaften, mit denen ich zusammenarbeite. Ich suche mir Prominente, mit denen ich zusammenarbeite. Sind dem Arzt die Hände gebunden? Nee, natürlich nicht, aber es ist eine Frage der. Also stell dir mal vor, vor dir schmeißt jemand einen Kübel Geldscheine auf den Boden. Da sind 50-Euro-Scheine dabei und sagen wir mal 20-Euro-Scheine. Nach welchem Geldschein bückst du dich? Ja, wahrscheinlich nach den 50. Genau, 50, ja. Ja, also wenn du so ein bisschen Plan drauf hast und kurz mal drüber nachdenkst, dann bückst du dich nach 50 Euro Geldschein. Und wahrscheinlich wirst du dann irgendwann mal die Frage stellen, wie finde ich mehr 50 Euro Geldscheine? Was macht man aber normalerweise als Arzt? Man ist so konditioniert, dass man sagt, ich nehme alles, was da irgendwie gerade gibt. Ne? Also ich nehme auch 5 Euro Geldscheine oder 10 Euro Geldscheine. So, und was kann ich jetzt machen als Arzt? Ich kann mich einfach fragen, wo sind wirklich meine lukrativen Geschäftsfelder? Also wo sind die Dinge, die langfristig wirklich Rendite abwerfen? Nur dafür muss ich mich weiterbilden. Dafür muss ich mal ein Buch über Marketing lesen. Dafür muss ich mal den einen oder anderen Kurs machen, mich mal mit anderen Unternehmern treffen, weil man ist ja immer so in seiner eigenen Suppe unterwegs. Und wenn in der Suppe die Leute sind, die sich halt nach jedem Geldschein wirklich, dass er gerade auf dem Boden liegt, dann ja, komme ich nicht in eine andere Denke rein. Jetzt kann man sich fragen, ist das moralisch vertretbar? Darf man das? Und ich verstehe das durchaus. Nur Vorsicht, ich glaube, dass man gerade als Arzt hier so eine Art, ich sag mal, ökonomische Fehlprägung erlebt hat. Denn es ist nicht gesagt, dass es zwangsläufig richtig ist,
immer das, also das, was uns die Systeme, die Kassen etc. vorgeben, dass das immer langfristig sinnvoll ist. Mhm. Und wer sich jetzt selber positionieren möchte, dem stehen alle Wege offen. Also wer selber mehr Geld verdienen möchte, der wird sicherlich ein anderes Klientel an Patienten finden, wird sicherlich ein anderes, eine andere Produktpalette finden und wird sicherlich auf seine Weise wieder andere Bedürfnisse in einem sehr komplexen Markt befriedigen. Mhm. Während wenn ich den 0815-Arzt nehme, der versucht einfach alles zu befriedigen, das ist Schrotschussmethode. Und wenn ich mich dann mit einzelnen Leuten unterhalte, mit einzelnen Patienten, dann sagen die oft, ja, hier ist so lange Wartezeiten, da schlecht organisiert, hier ist aber unhöflich, hier die Praxis sieht aber so ein bisschen puffig aus, ich habe, keine Ahnung, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um einen Therapieplatz zu finden und so weiter. Das alles hätten wir nicht, meine persönliche Überzeugung, wenn Ärzte mutig wären, sich in ihren Märkten auszudifferenzieren. Ich glaube aber, dass das zukünftig notwendig sein wird, bin ich 100% von überzeugt. Die Marke Arzt, alles diese Positionierung, die du jetzt gerade angesprochen hast, allein dieses Thema, das wird sicherlich jetzt kein Bruch werden, dass man sagt, es passiert von heute auf morgen, es wird aber schleichend kommen. Also ich versuche immer den Ärzten deutlich zu machen, gerade auch in der Beratung, überlegen Sie mal, welche Geschichte erzählt sich der Patient, wenn er bei Ihnen wieder rausgeht. Erzählt er diese Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast, furchtbar lange Wartezeiten, Drachen vorne am Empfang, der mir schon, wo ich schon gar keine Lust habe, mehr nachzufragen und dann kommt der Arzt und der hat gerade eine Minute Zeit oder erzählt man sich die andere Geschichte, also ich bin freundlich empfangen worden in einem schönen Ambiente, damit geht es ja schon oft los, ich habe das Gefühl, man nimmt sich Zeit für mich, man fragt auch mal nach, wie geht's dir denn, Patient, und der Arzt nimmt ein bisschen Zeit, also fragt nach mir und schon habe ich vielleicht eine ähnlich lange Zeit in der Praxis verbracht, aber mit einer ganz anderen Geschichte verlasse ich diese Praxis wieder und da geht es ja los. Und das hat noch nichts damit zu tun, dass ich einen Umbruch in der ganzen Praxiswelt tun muss. Nehmen wir da mal ein schönes Beispiel, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Also, ja, natürlich. Womit hängt das zusammen, dass man so wenig Zeit hat für den Patienten? Unter anderem mit den Abrechnungssystemen, natürlich, die einem sagen, packe so viel wie möglich einen möglichst kurzen Zeitraum. Ja. Das sorgt für Frust beim Patienten, sorgt dann auch für die ein oder anderen Situationen, die unschön sind. Das sorgt für Warteschlangen und so weiter und so fort, für all das. Also wäre es nicht schlauer, sich zunächst zu fragen, wie kann ich denn ein besonders lukratives Praxisbusiness aufbauen, um dann auch für den einzelnen Patienten mehr Zeit zu haben und dann hier eine größere Tiefe zu haben. Ja. Was dann wiederum zu mehr Zufriedenheit und hoffentlich zu besserer präventiver Medizin und so weiter und so fort. Genau. Ja. Also das heißt, sobald ich mich wie ein Roboter innerhalb dieses Systems, wie so ein Sklave befinde oder indem ich da drin bleibe, komme ich gar nicht in den nächsten Level. Aber das ist wie die alte Geschichte, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, ein Wanderer sieht im Wald einen Menschen, der wie verrückt mit einer stumpfen Säge an einem Baum sägt und sägt und sägt und geht nicht weiter. Und er sagt ihm, du, ich würde an deiner Stelle mal eine Pause machen und die Säge schärfen. Und er sagt, ich habe keine Zeit, ich muss den Baum absägen. Genau. Die Geschichte kenne ich sehr genau. Und das kommt mir auch oft so vor in den Praxen. Da gebe ich dir sehr, sehr recht. Jetzt haben wir ja bei dem Thema Business Talk so den Anspruch, Arzt und Unternehmer zu machen, bei Gedankentanken, damit ich so ein bisschen die Brücke mal finde, weil ich möchte gerne über dieses sehr interessante Thema nochmal sprechen, habe ich mir aufgeschrieben, Menschen auf ihrer individuellen Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Das ist ja euer Ziel oder euer Credo dabei. Wie bringen wir diese beiden denn zusammen? Also letztlich, wir haben auch Ärzte bei uns in den Ausbildungen, ja? Ja. Also der Punkt ist, woran liegt es mit dem individuellen Ziel der Selbstständigkeit? Wir beginnen ja alle unser Berufsleben, auch auf Selbstständigkeit, häufig, indem wir uns auf unsere Fachexpertise verlassen. Also ich bin Arzt, habe eine Facharztausbildung etc. Fertig. Ja? Das heißt aber noch lange nicht, dass ich deswegen weiß, wie eine Homepage aussieht, wie Social Media Marketing funktioniert, wie eine Positionierung aussieht. Das heißt noch lange nicht, wie ich eine Business-Facebook-Seite aufbaue, wie ich ein Buch schreibe, wie ich mit meinen Produkten in die Medien komme oder wie ich mich so vor eine Gruppe hinstelle, dass ich spannende Vorträge halte und dadurch dann ein bestimmtes Klientel anziehe. Sprich, es gibt so ganz viele Soft Skills, ja, die im Markt da draußen, also ich, sorry für all für alle Medizin-Puritaner, ich spreche jetzt von einem Markt, das ist ein Marktgeschehen, ja, die ich drauf haben muss, um mich eben positiv zu positionieren. Das heißt, das hängt natürlich mit meiner persönlichen Historie zusammen. Nachdem ich aus der Medizin raus bin und zunächst mal einen ganz harten Bruch gemacht habe in einem mittelständischen Textilhandel, habe ich erst da verstanden, was Unternehmertum eigentlich ist. Also, dass man eben Dinge macht, die sich lohnen, andere Dinge lohnen sich nicht. Und dass man eben nach einem sinnvollen ökonomischen Nutzen guckt und dann aber auch
unheimlich viel Freiheiten bringt und seinen Kunden sehr viel mehr Nutzen bringen kann. Und wenn man jetzt guckt, was sind das für Qualifikationen, die man da braucht, dann sind das halt hunderte von Qualifikationen, die man eben nicht in der Uni lernt, die man nicht im Studium lernt, die man aber in diesem freien Markt lernt, sofern man bereit ist, sich in so einen freien Markt zu begeben. Und das ist das, was wir machen wollen. Also was wir Selbstständigen beibringen, ist einfach, welche Qualifikationen es braucht, um neben der Fachexpertise auf diesem Markt erfolgreich durchzustarten. Und das ist ganz egal. Letztlich, wir haben Versicherungsmakler bei uns, wir haben Ärzte bei uns, wir haben auch Holzbauunternehmer haben wir gerade bei uns. Mhm. Viele Berater, viele Coaches, viele Experten. Also das geht kreuz und quer durch. Eine Friseurin, Rotkreuz-Mitarbeiter. Also es ist komplett quer, weil die Grundmechanismen sind immer wieder die gleichen. Ja, das heißt, ich muss also auch als Arzt bereit sein, mein Mindset, also meine Gedanken zu diesem Thema einfach mal zu ändern, raus aus meinem beruflichen Umfeld, in dem alle immer nur das Gleiche tun, also in dem alle immer nur das machen, was vorgegeben wird. Ich muss also wirklich, ja, dieses Wort gebrauchen, raus aus meiner Komfortzone und rein in ein ganz neues Medium, auf das ich mich dann einlassen muss und mit dem definitiv ich mit Menschen zusammenkomme, die ich vielleicht auch sonst in meinem Umfeld nicht habe. Absolut. Und das ist genau dieses Thema. Das Umfeld ist ein riesiger Punkt. Ich meine, ich kenne Leute, die sind Anfang 20 und sind Online-Millionäre. Also sowas gibt's, ja. Und die wundern sich darüber, dass es Menschen gibt, die sich jahrelang ausbilden lassen durch bestimmte Systeme, um sich dann an ein System anzudocken und dann auf eine bestimmte vordefinierte Art und Weise Geld zu verdienen und dabei noch nicht mal immer die beste Dienstleistung geben. Es gibt Leute da draußen, die Welt, die Märkte sind so bunt und so bereichernd. Und wenn Menschen bereit sind, ihr Wissen zu teilen, dann können da so viele Leute davon profitieren. Und das ist das, was mich eigentlich seit Jahren antreibt. Mhm. Also raus aus diesen jeweiligen Silos, in denen wir alle sind. Ja, so ist ein Steuerberater, so ist ein Arzt, so ist ein Rechtsanwalt, so ist ein Kreativer. Und das alles mal zu vermischen und voneinander zu lernen, wie Business geht. Weil das Verrückte ist, dass es in jedem Markt gibt es immer so eine breite, nennen wir es mal Masse, die funktionieren irgendwie so mehr recht als schlecht, mehr schlecht als recht. Und dann gibt es nach jedem Markt so pyramidenförmig, gibt es dann Leute, die immer weniger Konkurrenz haben, immer besser positioniert sind, immer mehr Geld verdienen und unter anderem auch ein immer entspannteres Leben führen, ja, und irgendwie zufriedener sind und glücklicher sind. Und ja, die Frage ist einfach nicht, wie ticken die hier? Weil dann vergleicht man sich mit rechts und links. Ja? Ja. Die Frage ist, wie ticken die da oben? Und ja, ob ich jetzt in der Arztpraxis draufschreibe, ich mache Homöopathie und Osteopathie und ich mache noch eine Hypnoseausbildung und Pipapo und außerdem habe ich den neuesten Sonographie-Schein und dann habe ich dies und dieses. Also der typische Doc, der geht ja hinterhin und macht ja alles an Ausbildungen und das und das und das und das und das. Ja. Aber da sind keine Marketing-Ausbildungen dabei, da sind keine BWL-Ausbildungen dabei, da ist nichts, also da ist so viel, was man heute machen kann, Social-Media-Marketing, digitale Produkte, wie viele Ärzte verwenden ihre Zeit darauf, einen intelligenten YouTube-Kanal aufzubauen und Leuten zu erklären, wie Medizin funktioniert. Ja. In anderen Branchen, stelle ich fest, ist das viel präsenter. Nehmen wir mal beispielsweise auch eine sehr eher konservative Richtung, nehmen wir mal Juristen. Unfassbar, was bei Juristen abgeht, wie viele das mittlerweile schnallen, dass man sich auf seine Spezialgebiete konzentrieren muss. Und da gibt es einen YouTube-Kanal für Medienrecht oder jetzt hier gerade die Datenschutz-Grundverordnung, wo so viele intelligente Geschäftsmodelle daraus entstanden sind. Genau. Das Produkt hier, das Weiterbildungsprodukt. Also wo man dieses Thema der Spezialisierung in einem unternehmerischen Sinne verstanden hat und das auch über Regionengrenzen umsetzt. Weil also die jetzt diese Beratungen machen, die sind nicht in Kassensitz jetzt an den Ort gebunden, sondern wenn ich jetzt in Kiel eine Datenschutz-Grundverordnungs-Beratungsinstitut habe, dann kann mein Kunde auch aus Garmisch-Partenkirchen kommen. Das ist völlig egal. Also und wenn ich als Arzt, ich sag mal, einen intelligenten Gesundheitskanal aufbaue, auf YouTube den Leuten was erkläre, ja, dann kann ich mir auch erlauben, auf die kassenärztlichen Zulassungen zu verzichten oder auf die kassenärztliche am Sitz zu verzichten und mich nur auf Privatpatienten zu konzentrieren, weil die kennen mich halt
von einem YouTube-Kanal und deswegen kommen die und vertrauen mir. Oder ich habe besonders tolle Bücher geschrieben. Oder ich mache Gesundheitsseminare für eine Klientel, die bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Und so weiter. Oder ich setze mich halt in eine Fernseh-Talkshow, weil ich verstehe, wie Medien funktionieren und hinterher weiß ich genau, ich kann mir die Patienten aussuchen, die zu mir kommen. Können wir vielleicht mal gucken, ob wir das für den Arzt so ein bisschen konkret machen. Also, wie mache ich das? Ich bin jetzt Arzt in meiner Praxis, habe da aber Bock drauf. Ich will das. Ich will da raus. Ich will das aufbrechen. Ich will aus diesem gesetzlichen System raus. Jetzt sagt der Mensch, jetzt habe ich ganz viele Möglichkeiten gerade gehört. Wie kann ich so ein Seminar buchen? Wie groß ist so eine Seminargruppe zum Beispiel? Und was lerne ich oder was sollte ich im ersten Step lernen? Sollte ich erstmal ein Buch lesen oder sollte ich mal anfangen, mir Gedanken zum Thema Marketing auf einer Veranstaltung zu holen? Was kann ich tun? Da hat jeder so seinen eigenen Weg dazu. Also bei Gedankentanken.com kann jeder natürlich gucken, was wir da für Kurse anbieten. Der Punkt ist ja, man muss zuerst mal seinen Geist so ein bisschen massieren. Man muss erst mal merken, da draußen gibt es noch mehr als das, was ich da in meinem eigenen kleinen Topf so tagtäglich wahrnehme. Ja? Also wenn die Frage so verstanden ist, was ich den Leuten raten kann, dann guckt euch erst mal Gedankentanken.com an und was da für Videos sind. Und lasst euch mal so ein bisschen inspirieren von anderen Leuten, die ebenfalls tolle Dinge machen. Ja? So, und dann haben wir ein Unternehmen, das heißt Business Factory. Das ist tatsächlich businessfactory.com. Und da sind jede Menge Infos drauf, wie man eben seinen beruflichen Weg weitergeht. So, und wer jetzt Lust hat auf sowas beispielsweise, wir haben einen Online-Kurs, das ist sozusagen die Einstiegsdroge. Da kann man Monat für Monat sich so ein Wissen von Experten aneignen. Ja? Also, wie geht denn jetzt Produktivität? Wie geht denn jetzt Positionierung? Wie schaffe ich jetzt einen Social-Media-Kanal und sowas? Und unsere USP, Unique Selling Proposition, ich muss es übersetzen, also unser Alleinstellungsmerkmal, das ist, dass wir einfach sehr viele tolle Experten zusammensuchen, die darüber eben, also nicht nur eine Praxisexpertise vorweisen können, sondern die das eben auch so vermitteln können, dass man denen gut zuhört. Mhm. Also wir versuchen wirklich so die Top-Experten zu kriegen, die nicht nur Bücher geschrieben haben und die ein oder andere Business-Erfolge vorzuweisen haben, sondern das sind auch richtig geile Seminarleiter. So, und was jetzt dazu kommt als nächstes, und das kann ich einfach nur jedem raten, ist tatsächlich mal sein Umfeld zu gehen, wo lauter Menschen sich gegenseitig immer wieder herausfordern und gegenseitig coachen. Also wo dann Person A aus Branche A mit Person B aus Branche B zusammentrifft und sagt, guck mal, ich sehe bei dir das, was siehst du bei mir? Ich probiere mal das aus, ich probiere jenes aus. Und dann kann man nicht anders, als in so einem neuen Umfeld einfach Gas geben und sich ständig weiterentwickeln. Okay, also das glaube ich, das hören wir jetzt immer wieder raus, öffnet die Türen für andere Bereiche, öffnet die Türen für andere Berufsfelder, für andere Erfahrungen natürlich. Aber schön ist natürlich auch, dass man das im Austausch tun kann mit anderen, die ähnliche Gedanken haben. Also ne, ich müsste den ja suchen bei euch auf dem Seminar, wenn ich das denn möchte, wenn ich dahin möchte, finde ich eben Leute, die genau das auch gesucht haben und man kommt vielleicht schneller in ein Umfeld oder hat ein schnelleres Umfeld, in dem ich mich dann da bewegen kann. Aber auch nochmal ein sehr wertvoller Hinweis, ganz genau, wenn ich mal gucken will mit so einem Online-Kurs, kann ich mich ja langsam da reinarbeiten. Das ist übrigens genau unser Thema, dieses Aufbrechen der Struktur. Also das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, mal da reinzugehen und auch mal in die Wunde vielleicht den Finger zu halten und zu sagen, es nützt nichts, dass du das gemacht hast, was du die letzten Jahre immer gemacht hast, dann wird sich da auch nichts verändern. Da gibt es ja auch wunderschöne Zitate in unterschiedlichen Bereichen zu. Stefan, vielen Dank. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten. Ich würde ganz gerne, übrigens alle Verlinkungen machen wir unten in die Shownotes, also zu Gedankentanken, zu Gesundheitstanken, zur Akademie, zu Dr. Stefan Friedrich. Man kann sich dann an dein Team wenden, denke ich, wenn man Fragen hat, auf den Internetseiten gucken. Ich glaube, da ist das Spektrum an Möglichkeiten, wie ich mich zunächst mal informieren kann, wenn mich das hier angesprochen hat, wirklich sehr, sehr groß. Also vielen Dank nochmal für die tollen Infos. Und ja, zum Schluss würde ich ganz gerne eine kurze Fragen-Antwort-Runde machen, wie das sehr häufig vorkommt bei solchen Interviews, damit wir noch ein bisschen den letzten... Oliver, darf ich da noch gerne. Eine Sache kurz einbauen? Ja, klar. Weil das gerade so schön ist. Was du gerade gesagt hast, ist im Prinzip, hast du mir gerade gesagt, dass meine Content-Marketing-Strategie funktioniert. Ja? Du hast mir gesagt, also pass auf, da gibt es so viele Infos, online findet man hier, findet man dort. So, und das ist genau das, was ich, also jedem allein schon deswegen rate, da drauf zu gucken und zu bemerken, wie Content Marketing funktioniert. Content Marketing ist, tu oben in den Trichter möglichst viele Infos umsonst rein
Und am Ende bleiben die Kunden übrig, die halt Interesse haben. Ja. Und das ist einigermaßen unanstrengend. Es geht hier nicht darum, irgendwie aktiv irgendwas zu verkaufen, wenngleich wir natürlich verkaufen, auch das ist völlig klar. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn ich jetzt als Arzt verstehe, wie Content-Marketing funktioniert, also wie bringe ich mein Wissen so in die Welt, dass die Leute da draußen Bock haben, dass die Leute da draußen Lust haben, ja, das zu konsumieren und mich irgendwann mal kennenzulernen. Das machst du gerade hier mit dem Podcast, ja? Das machen wir. Ja. Und das führt unterm Strich automatisch dazu, dass dann die Kunden kommen, die wirklich von einem angezogen werden. Und das ist genial. Und da gibt es heutzutage Möglichkeiten, von denen man in der Arztpraxis der Regel keine Ahnung hat. Ja, das ist richtig. Man muss aber auch bereit sein, und da gibt es wirklich eine Änderung des Gedankenganges, des Mindsets, bereit sein, Content rauszugeben. Denn das war ja viele Jahre lang überhaupt verpönt. Nein, keine Informationen immer zurückhalten, erst wenn ich den Kunden habe. Heute wird ein bisschen im Internet vermittelt, ja, und nicht mehr in erster Linie in der Praxis. Der Patient kommt ganz anders vorbereitet in eine Praxis. Ne? Dr. Google ist auch allwissend beziehungsweise immer präsent. Und das ist für den Arzt sicherlich auch eine andere Situation, auch im Umfeld. Und deshalb hast du absolut recht, er muss sich neue Wege suchen. Und da haben wir ein paar schöne aufgetan heute. So, zum Schluss unsere Frage-Antwort-Runde. Zum einen Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten 10 Jahren? Also, ich bin kein Orakel. Ich weiß es nicht. Ich denke, was immer da sein wird als Bedürfnis, ist, dass Patienten das Gefühl haben wollen, dass da jemand ist, der sich gerade kompetent um sie kümmert. Also ich denke, ein großer Trend ist Intensivierung des Arzt-Patienten-Gespräches. Das geht, glaube ich, in Richtung Zeit nehmen, Zeit intelligent verwerten, also auch vergüten, in Richtung intensives Coaching, Patienten mehr verstehen, ist Trend Nummer 1. Trend Nummer 2 sind, glaube ich, diese ganzen digitalen Verwertungsmodelle, die es in der Medizin gibt. Also ich glaube, man muss in Zukunft, es gibt den Psychotherapeuten gibt es online. Ich glaube Telemedizin. Ich glaube an digitale Fortschritte. Ich glaube daran, dass es so Watson-Diagnosesysteme gibt, die viel schneller, viel intelligenter, mit viel mehr Daten, viel statistischer zur Diagnose kommen. Ich denke, das ist das Nächste, was es geben wird. Was ich auch glaube, ist, dass diese ganzen kostenlosen oder die kostenfreien Angebote, was habe ich, Selbstdiagnose etc., dass das auch sehr stark sich verbreiten wird. Gleichzeitig, ich glaube, dass die Ärzte an sich insgesamt spezialisierter werden und dass es eine große Herausforderung ist, damit in Zukunft umzugehen, dieses spezialisierte Wissen auch den Normalo rüberzubringen. Also ich wage darüber hinaus, es ist keine weiteren Prognosen. Es gibt Prognosen, die sagen, dass es Ärzte in ein paar Jahren gar nicht mehr braucht. Also gerade wenn man sich mit Google beschäftigt oder sowas, was die da gerade so bauen in Silicon Valley, da kann einem schwindelig werden. Da könnte es sein, dass beispielsweise der Pfleger, nach dem Denkmodell, der Pfleger, die Krankenschwester etc., die besser bezahlte Person ist, weil das Wissen, das Expertenwissen des Arztes in Zukunft austauschbar ist, weil das intelligente Maschinen machen. Mhm. Aber da bewege ich mich jetzt in einem Gebiet, das ist reine Spekulation. Okay, waren aber schon viele Anregungen dabei. Vielen Dank. Würdest du heute gerne etwas anders machen, beruflich? Also na, anders als jetzt auf keinen Fall. Ich weiß immer wieder nicht, ob ich Medizin studiert hätte, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es nichts anderes, was ich hätte machen wollen. Also insofern habe ich auch da den Eindruck, dass das die richtige Entscheidung war. Okay. Gibt es einen Ort auf der Welt, an dem du gerne arbeiten würdest? Und wenn ja, warum? Hier gerade. Also ich muss es erklären. Ich habe auch ein großes Teambüro. Da sitzen 45 Leute. Die sind 2 Block weiter hier in der Innenstadt. Ja. Ich bin aber, wenn ich konzipiere und sowas, muss ich meine Türe zu haben, ja, und ich muss einfach für mich alleine arbeiten. Insofern, dieses Mischungsverhältnis zwischen Teamarbeit, ja, das ist ein klassisches Bürogebäude, schönes Loftbüro, wir versuchen es unseren Leuten auch nett zu machen und schön zu machen, aber dann hier doch Türe zu, jetzt gucke ich hier über die Dächer von Köln, das ist schon alles. Sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders erreicht, mitgerissen oder motiviert hat? Ohne Ende, ganz, ganz viele. Und das ist immer der, ich werde manchmal gefragt, die Top 3 der Bücher, die Top 10, das ist es nicht. Ich möchte tatsächlich sagen, das ist mir ein Anliegen. Mhm. Ich glaube, man muss viel lesen
und man sollte kreuz und quer lesen. Und ich habe, das ist tatsächlich so, ich lese in der Woche 2 Bücher, beziehungsweise höre sie, wenn ich unterwegs bin, über Bücher. Und das mache ich jetzt seit, ich glaube, 12, 13 Jahren. Das ist eine feste Routine in meinem Leben. Und ich mache immer 50-50, 50% Fiction, weil ich glaube, dass Geschichten etwas sehr, sehr Stimulierendes sind in verschiedenen Bereichen, dass man sehr viel lernt. Und 50% einfach Wissen, ja. Business, Marketing, Psychologie, Ökonomie und so weiter. So dass man ständig gezwungen ist, außerhalb dieser eigenen Suppe zu sein. Das ist übrigens noch ein wertvoller Tipp gewesen. Ich glaube, das Thema Hörbuch oder auch Podcast im Auto, das ist eine Möglichkeit, sich weiterzubilden, wenn man sagt, ich habe keine Zeit zu lesen. Na, ich versuche das auch immer wieder zu machen. Ich fahre jeden Morgen eine halbe Stunde. Deshalb ist es immer schön, wenn man im Auto sitzt oder im Wohnmobil sitzt und da kann man schöne Sachen hören. Im Wohnmobil muss man vielleicht erklären, Wohnmobil fahre ich nämlich. Ich bin im Wohnmobil. Das war jetzt für mich, ich fahre auch Wohnmobil. Aber das ist aber spannend, das ist sehr spannend. Ich dachte, du hast gesagt, weil du das irgendwo bei mir gelesen hast. Du fährst auch Wohnmobil? Ja, ja, natürlich. Also ich fahre Vorbildung und so auch mal zu, können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Ja. Ja, das ist witzig, weil das war für mich tatsächlich ein großer persönlicher Sprung, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Hotels, ich fahre mit meinem eigenen Wohnmobil zu. Und das ist dann total schön, in Ruhe rollen, und dann in aller Ruhe gemütlich konsumieren. Die letzte Frage, die ich habe, ist nicht ganz uneigennützig. Wir würden natürlich gerne weiter interessante Gäste hier haben. Gibt es einen weiteren Podcast-Gast, egal Medizin oder nicht, den du uns hier empfiehlst? Ja, pass auf, da bin ich auch wieder nicht ganz uneigennützig. Nein, wenn du ehrlich, geh auf Gedankentanken kommen. Und ich glaube, dass jeder unserer Referenten oder ich sage mal 90% von den Referenten wirklich da in Frage kommen. Okay. Also ich würde da an deiner Stelle ganz offensiv drauf zugehen, genauso wie ich allen Hörern hier sagen würde, guckt euch Gedankentanken an. Die haben in der Regel so schöne Geschichten zu erzählen. Und das ist bei uns gerade selber so eine große Herausforderung, eigentlich zu filtern, ja, wem wollen wir da zuhören, weil sobald man wirklich anfängt, den Leuten zuzuhören, die so ein bisschen was erreicht haben, ja, das ist ja unheimlich spannend, das ist total klasse. Ja, macht total viel Spaß. Es gibt einen, den ich auch regelmäßig höre, der sagt immer, er macht den Podcast eigentlich für sich, weil man in dem Podcast immer selber so viel lernt. Das finde ich ganz toll. Und wenn ist das, wer ist das? Der Tobias Beck, ja. Ja klar, natürlich Tobi. Ja, also, hast du Tobi schon gehabt? Nein, noch nicht, aber ich habe jetzt den Christian Gärtner, der kommt demnächst hier, ist ja einer seiner engsten Teammitarbeiter, der kommt und ich war letztens auch im Seminar bei ihm, also von daher, wir haben schon ein paar Wege gegeben. Ja, ist schön, also Tobias Beck, wenn du jetzt beispielsweise bei Gedankentanken guckst, dann siehst du den auch einige Male. Und Ganz hervorragend. Okay, Stefan, ganz vielen Dank für deine Zeit an diesem Montagmorgen direkt nach dem Urlaub, dass du dir Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Ich fand es wirklich toll, tolle Tipps dabei, auch schön auf die Branche bezogen und wirklich gut, dass man sich das vorstellen kann. Deshalb war mir das so wichtig, mit dir mal Kontakt aufzunehmen. Und danke schön für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bei der einen oder anderen Gedankentankenveranstaltung oder auf irgendeiner Bühne dieser Welt mal wieder. Und für Sie herzlichen Dank zum Zuschauen und Zuhören. Noch eine kurze Bitte zum Schluss. Bewerten Sie uns bei iTunes oder bei YouTube, denn so können wir erfahren, wie wir in Zukunft besser werden können. Und wenn ich meine bewerten, dann bewerten Sie auch ruhig mal, schreiben Sie ruhig ein bisschen was. Und darüber kriegt man es ja auch mit. Also, vielen, vielen Dank und denken Sie mal dran, bleiben Sie aktiv, unternehmen Sie was. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.